Hallo ihr Lieben, ich nehme mir heute mal ein Beispiel an Niki von Schwangerenkanal. Die zeigt in ja unregelmäßigen Abständen, mit was ihr Sohn aktuell so spielt und genauso das wollte ich heute auch machen. Ich wollte euch zeigen, mit welchen Spielsachen mein Sohn jetzt mittlerweile mit fast 7 Monaten so spielt. Und wir fangen mal hier drüben an. Das sind solche Stoffwürfel, die hat er zum Nikolaus von seiner Oma bekommen. Da gehört noch ein vierter dazu, aber der ist dreckig, den muss ich erst waschen. Und die haben ganz verschiedene Oberflächen. Die hier knistert zum Beispiel, bei dem hier, der rasselt halt und hat hier so einen Spiegel. Und der rote hat hier sogar so ein kleines Täschchen und macht auch Geräusche. Also die mag er sehr, sehr gerne. Dann, das ist was, was wir zu Weihnachten geschenkt bekommen haben. Das hat er von seiner Uroma bekommen. Das ist so ein Babyspiegel, den haben wir am Laufgitter dran befestigt. Das geht ganz gut hier mit dem Klettverschluss. Und ja, ihr habt halt hier den Spiegel und dann hier noch ein paar Sachen einfach auch so zum Greifen. Dann ja, was aktuell gerade sehr beliebt ist, ist dieser Beißring hier. Der hat hier an den Ohren und hier so Noppen. Und den kann man in den Kühlschrank legen, damit der dann schön kühl ist. Das mag er gerade sehr. Dann haben wir uns natürlich hinreißen lassen. Und ja, weil alle einen Oball hatten, hatten wir dann auch einen. Den mag er ganz gern, weil er den halt schön anfassen kann. Dann fährt er immer mit der Zunge hier durch diese Löcher. Das ist eigentlich immer ganz schön. Es gibt ja noch welche, die dann noch in den Löchern solche, ja, Klapperelemente haben. Vielleicht hole ich so einen auch nochmal, weil mit dem spielt er eigentlich wirklich sehr, sehr gerne. So, und dann weiter hier drüben. Das war auch ein Weihnachtsgeschenk. Das ist aus Stoff, so ein Büchlein. Das ist so ein Pop-up-Buch. Dass man das hier aufblättert. Und dann hier ein Schmetterling. Hier kommt dann so der Vogel. Hier der Baum. Also das mag er auch ganz gerne. Und das ist schön, weil er das halt echt voll sabbern kann und da passiert nichts. Dann, ja, das kennen bestimmt viele, das ist dieser Activity-Würfel von Rossmann von Baby Dream. Und den mag er im Moment eigentlich besonders gerne, wenn er im Hochstuhl sitzt. Und dann kloppt er mit diesem Ding auf sein Tablett vorne ein. Und das macht er so extrem schön viel Krach. Und ja, damit spielt er halt einfach gerade sehr gerne. Und dann haben wir hier noch eine von drei Rasseln, also ich habe drei von solchen Rasseln, die haben wir alle zu seiner Geburt geschenkt bekommen und das ist jetzt die, die ich gerade hier habe. Das haben wir auch erst kürzlich geschenkt bekommen. So ein kleinen, ich weiß gar nicht, ob das gehäkelt oder gestrickt ist, so ein Elefanten. Und den habe ich eigentlich ganz gerne immer dabei, wenn wir unterwegs sind, weil der passt in jede Tasche und wenn es die Jackentasche ist. Und mit dem fummelt er so in der Hand rum oder ja, er steckt ihn sich wie alles andere auch in den Mund. Und dann habe ich noch was, das habe ich ihm heute ganz, ganz neu gegeben. Also es ist nicht neu, weil das haben wir schon zu seiner Geburt geschenkt bekommen. Aber es ist erst ab 6 Monaten geeignet. Und zwar ist das ein Schmetterling. Also so sieht das Ganze zu aus. Ist übrigens von Ravensburger. Und dann kann man das so aufhalten. Und dann hat man hier zum Beispiel, dass sich hier in dem Loch die Sonne von hier hinten versteckt. Das knistert wieder so. Also das mag er eigentlich ganz gerne, wenn Sachen so knistern. Der Körper, der rasselt. Und hier hat man dann halt auch noch mal einen Flügel. Hier kann man das auch wieder so hochklappen. Das knistert hier auch nochmal. Das kann man hier sogar noch rausholen. Wie so eine Blüte gemacht. Also ich finde das wunder wunderschön, dass auf der Verpackung stand, dass das eine Empfehlung der Zeitschrift Eltern war. Jetzt muss ich das hier wieder irgendwie reinfummeln. Und ja, das ist so sein neuestes. Und natürlich sind die neuesten Spielzeuge immer dann auch die aktuellsten, mit denen er dann am meisten spielt. Aber ich gebe ihm immer verschiedene Sachen. Also
Wenn ich ihm zum Beispiel heute das gebe, gebe ich ihm halt morgen das oder so. Also ich versuche da schon eine Abwechslung auch reinzubekommen. Und ansonsten zweckentfremdet er natürlich auch alles Mögliche als Spielzeug. Meine Mama hat zum Beispiel so ein Nackenkissen, was mit so Schaumstoffkügelchen gefüllt ist. Und damit spielt er auch unglaublich gern. Oder der Freund von meiner Schwester hatte mal so ein Hacky-Sack mit, damit hat er dann auch gespielt. Ja, dann spielt er auch mit Taschentüchern oder mit allem, was einfach auch knistert. Oder wenn ich ihm so eine Stoffwindel gebe. Oder auch wenn er auf der Wickelkommode liegt, dann bedient er sich selber an seinen Windeln und spielt dann mit denen rum und steckt die sich in den Mund und ja, alles Mögliche. Also eigentlich gibt es nichts, was sich mein Sohn gerade nicht in den Mund steckt. Und ja, das sind so seine Spielsachen, mit denen er jetzt so mit 6, 7 Monaten spielt. Und schreibt mir doch mal in den Kommentaren, ob euch das Video gefallen hat, ob ihr das in regelmäßigen Abständen wieder sehen wollt, wenn sich dann seine Spielsachen verändert haben, wenn neue Sachen hinzugekommen sind. Und ja, wir sehen uns dann ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!